Oh, Schneider, Betonprobe raus. Ach, wir sind wieder zurück in der Gucke da. Okay, bin wieder da. Muss nur eine Probe aus dem schimmeligen Stück Beton rausschneiden. Alles klar, machen wir doch glatt, ey. So, ist von der anderen Seite verschlossen. Wir kamen. Ach so, yeah. Oha! Geht's noch? Howdy, Cowboy. Oh. Schön, dass ihr euch denn immer noch anguckt. So. Was zur Hölle machen Sie da? Ein Forschungsprojekt. Sie machen Max Angst. Sorry, Kumpel. Hätte nicht gedacht, dass er so ausflippt. Los, Max, gehen wir. Ist das sein Sohn? Nein. Naja, irgendwie. Ich weiß nicht. Also nicht sein Sohn. Es ist so, Klaus hatte mal einen Sohn, im Krieg geboren. Ein Wunder, sagt er. Sie hatten es jahrelang versucht, er und seine Frau. Er wäre bestimmt ein guter Vater. Für einen von denen. Das Kind hatte einen verkrüppelten Fuß. Klaus wusste natürlich sofort, was das bedeutete. Er bat die Ärzte inständig, es nicht zu melden. Als die Geheimpolizei den Jungen mitnehmen wollte, schritten Klaus und seine Frau ein und sie bekamen eine Kugel in den Kopf. Das Kind auch. Klaus konnte sie nicht beschützen. Dafür gibt er sich die Schuld. Ich glaube ja. Und er wird dem Regime nie verzeihen. Ja. So, jetzt haben wir ein Stück Beton. Mal gucken. Ich bin mal gespannt, ob die Kreissäge jetzt. Vielleicht würde ich noch Max sehen, ob es ihm gut geht. Der hat ja das richtig gerade rausgezimmert. Der Junge, Junge, war der mal Tischler oder so? Und mich würde jetzt interessieren, ob die Kreissäge überhaupt noch tauglich ist jetzt. Das ist mir irgendwie ganz so ein bisschen unheimlich hier. Warum auch immer. Das Spielzeug hat dich gefunden. Ausrufezeichen. Boah, wie viele Sachen haben wir denn hier? Okay, Waffen gibt es keine. Wir umgucken hier oder was? Viele Ausrufe. Okay, da geht es dann nur so rein. Den kann man nicht rein. Okay, da ist auch nichts. Über diese Dinger hier. Oh, das sind auf jeden Fall keine Tesla-Spulen. Okay, Max, dann gehen wir jetzt mal unsere Probe zurück. Aha, okay. Spielzeug. Alles, was ich hatte, waren ein Tannenzapfen und eine Streichholzschachtel. Okay, das Telefon haben wir. Jetzt brauchen wir noch irgend so eine Kiste und einen Bagger. Also das scheint wohl ein Spielzeug zu sein. Oh, Mutti. Funktioniert alles, alles klar. Ja, die Spülung geht jedenfalls noch. Hören Sie auf zu starren, DJ. Oh, du hast einen richtig tiefen, geilen Ausschnitt, ey. Ich will dieses Poster, dieses Pin-Up-Girl. Ist ja mal geil, ey. Oh, da ist er wirklich. Nee. Komm auf damit. Darüber. Okay, dann gehen wir mal genug rein. Du gehörst, Max. Ich bring dich nach Hause. Yes. Okay, da haben wir das nächste. Wenn man jetzt hier den Beton irgendwie noch ein Loch machen könnte, da könnte man sich so als Versteck nutzen, ne? Dann üben wir fleißig weiter.
wir erstmal Max Spielzeug suchen. Brief hinterlegt. Bobbys Brief. Der arme Bobby, der hat sich ja die Luft Charlotte. Erinnerst du dich an die getigerte Katze, wie sie bettelte an unserem Fenster und du dir Garnelen zustecktest? Oder die Schnecke auf der Veranda, die vom Tisch in deinen Schoß fiel? Erinnerst du dich an das sonnige Primrose Hill, die Mosaik in Clapham Pride und den Kindergarten, der den unseren Politiker auf dem Gewissen haben? Erinnerst du dich, wie du geweint hast vor Freude, wie du immer und immer wieder in meinen Arm fielst, darauf, und mir eine Melodie von Küssen in mein Ohr flüsterst? Erinnerst du dich, wie deine Wut zur Angst wurde, wie du den unzähligen Reden gelauscht hast und wie dann alle Versprechen null und nichtig wurden? Erinnerst du dich an die getigerte Katze, wie gierig sie war und jeden Tag aufs Neue kam? Ich glaube, sie gehörte Miss Colloway. Ich bin mir nicht sicher, aber das würde erklären, warum sie nicht mehr wiederkam, nachdem sie umzog. Erinnerst du dich an Monis Lächeln, wie sie lachte und lachte über dieses alberne Schnecke, über die alberne Schnecke? Wie sie die Hügel von Primrose Hill hinunterrannte und das erste Mal Bier probierte und wie erschrocken sie war, als sie Blut sah? Oder vor dem Spielplatz, Tränen über Tränen, Umarmung über Umarmungen und ihre Freundentänze und wie ich dich lieb. Wie ich dich liebe. Weißt du noch? Du wiederholst dich. Das sollte wohl so eine Art Gedicht werden. Was haben wir denn hier? Wissenshauptquartier. So, Max, wir brauchen noch zwei Sachen. Irgend so Papierschkes. Ich glaube, die haben wir gerade Max. Oh, Werkbar, Rüstungsverbesserung gefunden? Alles klar. Schauen wir mal. Rüstungsverbesserung. Erhöhen den Rüstungswert von aufgesammelter Rüstung um 10%. Rüstungsverbesserungen sind dauerhaft und werden beim Kapitelwechsel nicht zurückgesetzt. Alles klar. Sau geil. Wir haben uns also an seiner Werkbank was basteln dürfen. Miau. Da blinkt aber alles, was nicht nur blinken kann, du. So, da haben wir es jetzt 2:05. Ja, es kommt natürlich nicht her. Wir haben es 7:15. Alles klar. So. Hey Soldat, wir halten die Tür zum Archiv verschlossen. Ich glaube, Wyatt hat den Schlüssel. Wade hat den Schlüssel zum Archiv. Ich glaube, ich habe ihn in sein Zimmer hochgehen sehen. Alles klar, nach oben. Ich gebe ihr jetzt erstmal den Beton, damit sie da weiß, wo er strömen kann. Hallo, mein Schatz. Das ist klasse, William. Ich brauche aber noch das staatliche Register. Siehst du im Archiv nach? Da sollte es zu finden sein. Jetzt brauchen wir den Schlüssel. Wir müssen... Okay, die Probe hat sie. Jetzt müssen wir... Ja, dann gehen wir mal hoch. Rauf. Immer schön. Die Treppe rauf. Hast du dein Spielzeug verloren, Max? Amerikanischer Trottel. Okay. Blöde Affensau. Aber so zu beleidigen, aber.
Wir machen die ganze Arbeit hier, weißt du, und er sagt dann zu uns, wir wären eine Sau. Was? Da steht was auf Japanisch, vor allem die japanische. Oh. Chungking, 7. März 1948. Es war ein Augenblick des Stolzes für die Republik China und die Volksbefreiungsarmee, als die Japaner in die Provinz Hubei zurückgedrängt werden konnten. Doch aus dem Norden ist nun eine neue dunkle Bedrohung auf dem Vormarsch, die sich rasend schnell nähert. Das tapfere Russland wurde von einer tyrannischen Armee überrannt, die nun auf dem Weg nach China ist. Vor wenigen Stunden betonte der Vorsitzende in einer mitreißenden Rede noch einmal seinen Glauben an das chinesische Volk. Ein vereinigtes China wird niemals untergehen. So seine Worte. Ein vereinigtes China wird niemals unterworfen. Ein vereinigtes China wird niemals kapitulieren. Na gut, schenkt mir dem mal Glauben. Was haben wir hier? Washington, 24. Dezember 1948. In seiner Rede an das amerikanische Volk am Weihnachtsabend, oh, wir haben ja auch schon kurz vor Weihnachten jetzt, ne, noch eine Woche und dann haben wir schon Heiligabend, verkündete der Präsident der Vereinigten Staaten die bedingungslose Kapitulation. Die Erklärung erfolgt nur wenige Tage nach dem Atombombenwurf über New York. Dieser letzte Akt der Gewalt hat möglicherweise Millionen von Leben gerettet, die eine Invasion Amerikas zur Folge gehabt hätte. So das Staatsoberhaupt des Regimes in einer Presseerklärung im Anschluss an die Rede. Die beglückwünschte den Präsidenten zu einer tapferen Entscheidung. Nach der Rede des Präsidenten gab es eine spektakuläre Parade der Invasionstruppen in den Straßen von Washington, begleitet vom röhrenden Lärm der Düsenflieger, die über die Köpfe der Zuschauer hinwegflogen. Noch spektakulärer waren die gewaltigen mechanischen Bestien namens Panzerhunde, die zwischen den Zuschauern aufragten. Mhm. Diese scheiß Viecher. Unberechenbar. So, gucken wir mal hier rein, ob wir hier was finden. Oh, guck mal, sogar eine Raumerfrischer ist hier. Ja, Frodo, aus dem Fenster gucken ist nicht. Hat das Rollo ist unten. Die Musik. Echt. Das nächste haben wir jetzt aber nicht alles. Oh, hier geht's rein. Ach, Wyatt, ich brauche den Schlüssel zum Archiv. Haben Sie ihn? Ja, ich glaube schon. Großartig. Absolut großartig. Was haben Sie da? Erkennungsmarken. Wing Commander Fergus Reed von der Royal Air Force. Hab sie mitgenommen und wollte sie zurückbringen, aber es gibt ja keine Royal Air Force mehr. Bester Pilot aller Zeiten. Verdammt guter Soldat. Ich bin für sowas nicht geschaffen. Wofür denn? Für das hier. Alles. Verdammt, ich war 18 und auf einmal war der Krieg verloren. Alle guten Menschen waren tot. Auf einmal musste ich die Reste einsammeln und den Widerstand am Leben halten, dem verdammten Regime die Stirn bieten. Meinen Sie denn, ich war bereit für so viel Verantwortung? Ich? Meine Unerfahrenheit hat so vielen Menschen das Leben gekostet. Erinnern Sie sich an Private Prendergast? Der hat alles überlebt. Verdammt zäh. Er starb meinetwegen. Ich habe ihn auf eine Mission geschickt und er kam nicht zurück. Ich wusste es nicht besser. Wing Commander Fergus Reed. Er hätte einen Plan gehabt. Er hätte so viele vor dem Tod bewahrt. Ich habe die falsche Wahl getroffen. Ihre Wahl war dumm, ja! Das war sie! Sie haben einen Jungen mit der Aufgabe eines Erwachsenen betraut. Ich hätte an jenem Tag sterben sollen, Captain. Und Fergus Reed hätte leben sollen. Ich bin kein Kind mehr, Captain. Ich weiß, wenn Fehler gemacht werden. Hier. Lassen Sie mich allein, hören Sie! Der scheint fertig mit den Nerven zu sein. Durchgang des Archivs. Okay, habe den Schlüssel von Wade. Jetzt muss ich nur noch das Archiv nach diesem Personenregister durchsuchen. Anja braucht die Liste der folgenden Bürger in Polen.
verfolgten Bürgerpolen. Okay, so. Heiligsblechle. Der Typ hat echt nicht mehr alle Tasten im Schrank. So, wir brauchen aber immer noch zwei Spielsachen für Ben. Wo hat er das? Wir haben jetzt hier unten einmal raus durchgeguckt. Da waren wir drin. Wir gucken mal oben. Vielleicht hat er oben noch irgendwie was gelassen. Okay, da kommt nirgendwo einer. Alles gut. Ein leerer Werkzeugkasten. So, was ist er hier wieder aufgesammelt? Wenn er bis hier oben schnarchen, du Saman. Dann gehen wir mal runter in die Bibliothek. Schauen wir mal. Nee, warte mal. Wo ist denn hier der blaue Punkt? Ach, hier rein. Finde das, finde. Okay. Lass mal den mal weiter schlafen. Okay. Gartenwerkzeuge. Wir haben das Zimmer auch immer gehört hier. Oder diese kleine Kaschemme. Was? Okay. Können wir weiter nach unten. Klein bisschen. Oh, alles klar. Hör wieder zu? Hä? Nein, doch nicht. Noch ein Spielzeug auf der Flucht. Ja, okay, cool. Jetzt brauchen wir nur noch die Papiere. Spielzeuge, von der Spielzeugen. Kann man heutzutage ja nicht genug haben. Okay, gib Anja die Person. Ja. Anja bringen Personenregister, genau. Machen wir. Da hätte sich auch selber drum kümmern können, aber wir sind wahrscheinlich die Persönlichkeit, wo man sagt, hier, ich gebe die Sachen eher, bevor ich sie Anja gebe, oder? So. Danke, William. Achso, gehen wir ihr beides auf einmal. Zeit, ihn zu untersuchen. Ich denke, ich bin da an etwas dran. Okay, Versammlung. Haben Sie im Archiv gefunden, wonach Sie gesucht haben? Ja. Hab etwas. Superbeton. Der wichtigste Baustoff des Regimes. Er basiert auf Dati-Schuh-Technologie, ist nahezu perfekt. Doch nach einiger Zeit wird er anfällig für Schimmel. Jemand hat die Zusammensetzung manipuliert. Jemand, der sein Geheimnis kennt. Ich habe das Zeug analysiert. Diese Art von Kalkstein gibt es nur im Norden von Kroatien. Nun, sehen Sie hier. Der Name Seth Roth. Er taucht dreimal in den Dokumenten über die Dati-Schuh auf. Laut offiziellem Register wurde er vor etwa 20 Jahren festgenommen und anschließend in das Lager Selo gebracht, in Nordkroatien. Und da wird es interessant. In diesem Lager wird Kalkstein abgebaut. Er dient zur Herstellung von Superbeton. Ich bin sicher, dort werden wir Seth Roth finden. Ein lebendes Mitglied der Dati-Schuh. Das Problem ist, die Sache ist sehr unsicher. Er ist ein alter Mann. Vielleicht ist er schon tot. Wir können so eine große Einrichtung nicht einfach stürmen und hoffen, ihn auszumachen, bevor die mit einer ganzen Armee anrücken. Also, was ist der Plan? Jemand muss reingehen und ihn finden. Undercover. Oh Mann. Freiwillige vor. Sind Sie bereit dafür, Blazkowicz? Wieso immer ich? Das ist ja grausam, ey. Ich war so arrogant und dumm.